Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und ich begrüße euch ganz herzlich hier auf meinem Kanal. Endlich gibt es wieder ein neues Lightroom-Tutorial. Es gab jetzt eine ganze Zeit lang keine neuen Videos von mir, es tut mir leid, aber in Zukunft wird es wieder welche geben. Und heute fangen wir an mit einem Thema, ja, was ich eigentlich schon länger mal vorhatte, euch zu präsentieren. Und zwar möchte ich euch mal zeigen, wie ich Dodge and Burn in Lightroom anwende. Jetzt werden wahrscheinlich einige von euch fragen, ich kenne gar nicht Dodge and Burn, was ist das überhaupt? Und die anderen werden sagen, ja, ich kenne Dodge and Burn aus Photoshop, aber in Lightroom, was soll das da eigentlich? Und genau diese Fragen möchte ich euch heute mal beantworten. Und ja, legen wir einfach mal los hier mit einem Beispielbild, was ich jetzt vor einigen Tagen erst gemacht habe. Und ja, ich fotografiere ja nebenbei auch noch relativ viel Architektur und Interieurdesign. Und dieses Foto ist hier entstanden in dem Living Levels Haus in Berlin. Ihr seht hier im Hintergrund den Alexanderplatz mit dem Fernsehturm. Also man hat von dort aus eine sehr, sehr schöne Aussicht auf jeden Fall. Bevor wir anfangen, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr die RAW-Datei kostenlos dazu bekommen könnt, wie in jedem Video, wo es eine RAW-Datei gibt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euch in meinen Newsletter einzutragen. Ihr kriegt dann immer eine E-Mail, sobald es ein neues Tutorial von mir gibt, mit dem Hinweis und dem Link dazu und auch dem Download-Link für die entsprechende RAW-Datei, die ihr dann, wie gesagt, kostenlos zum Üben nutzen könnt. Ja, wie ihr sehen könnt, das erste Problem, was wir hier haben, ich mache jetzt hier mal das Fenster noch zu, damit wir das ein bisschen größer haben, das Bild. Das erste Problem, was hier auf jeden Fall in diesem Bild zutrifft, ist der Weißabgleich. Also es ist wahnsinnig schwer, ihr seht, auch draußen war es schon relativ dunkel, da den perfekten Weißabgleich zu treffen, weil man braucht im Prinzip zwei Weißabgleiche, einmal für hier drin und einmal für draußen. Und das ist natürlich nicht wirklich möglich, in einem Foto zu schaffen. Und wir probieren jetzt einfach mal das Beste daraus zu machen für beide Seiten. Ich werde also jetzt erstmal mein Standardprogramm wieder durchziehen. Ihr kennt das schon aus meinen letzten Tutorials. Wenn ihr ganz neu auf diesem Kanal seid, guckt unbedingt mal in die alten Videos rein. Dort erkläre ich schon einiges zu meiner Arbeitsweise. Und ich fange jetzt einfach mal an, hier die Tiefen wieder etwas aufzuhellen, um hier wieder etwas mehr ja, Detail zu gewinnen und die Lichter etwas abzudunkeln. Ja, so auf ungefähr plus 70, minus 70, so ungefähr kann man das machen. Vielleicht noch ein ganz klein bisschen die Weißtöne aufhellen und die Schwarzwerte noch etwas abdunkeln. Ja, aber das wirklich nur ganz wenig. Das Bild ist insgesamt ein ganz klein bisschen zu hell, deswegen dunkle ich es noch ein Stück weit ab mit der Belichtung. Ja, so sieht das schon ganz gut aus. Und ich werde auf jeden Fall noch einiges an Kontrast reinspielen, damit wir hier auch ein schönes, punchiges Bild haben. So. Jetzt kümmern wir uns als nächstes mal um den Weißabgleich, denn wie gesagt, es ist eigentlich hier viel zu gelb innen drin. Ja, und draußen ist es doch schon relativ blau, also viel blauer sollte man es eigentlich gar nicht machen. Aber wir gucken jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich mich jetzt um den Weißabgleich nur hier innen drin in dem Zimmer kümmere. Und ich werde jetzt einfach mal dieses Gelb hier so ein bisschen rausnehmen und ja, das geht jetzt schon viel mehr in die Richtung, wie es eigentlich in dem Zimmer ausgesehen hat. Und ich denke mal, dass man so ungefähr bei diesem Wert hier bleiben kann. Jetzt muss ich mal gucken mit der Tönung, ob man hier noch ein bisschen weiter ins Grünlich geht. Naja, eigentlich nicht. Nee, das war so schon ganz gut eigentlich. Ich denke mal, wir lassen es mal ungefähr bei dem Wert hier. Das ist schon okay so. Dann gehen wir weiter runter. Ich werde ein bisschen Klarheit hinzugeben. Wenn ihr meine alten Videos kennt, dann wisst ihr eigentlich, dass ich kein großer Fan von diesem Klarheitsregler bin. Allerdings jetzt in dem Fall gebe ich mal so ein bisschen hinzu, einfach weil ich diese Kontraste hier in dem Bild extrem mag. Und dieser Klarheitsregler sorgt dafür, dass man noch so ein bisschen ja, die Mikrokontraste angibt. Ich werde außerdem dem ganzen Bild noch ein bisschen mehr Dynamik geben, also ungefähr 10, und dafür aber die Sättigung so ein bisschen runtersetzen. Ungefähr auf minus 10. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Übrigens auch ein Standardsatz von mir, da wurde ich auch schon öfter darauf angesprochen, warum ich das dann immer sagen würde. Ich gehe jetzt hier einfach mal weiter runter und ja, mir gefällt jetzt dieses Blau hier draußen einfach noch nicht. Das ist viel zu doll eigentlich und aber wir mussten uns halt um den Weißabgleich hier innen drin kümmern. Und ich möchte dieses Blau jetzt noch etwas, ja, entkräften. Also das ist zu doll einfach. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal gucken. Ich werde jetzt als erstes mal in diesen Farbton hier reingehen, da werde ich mich um das Blau kümmern und mal gucken, wenn ich das jetzt so ein bisschen nach links verschiebe, dann kann ich ja den Farbton von dem Blau hier schön verändern. Kann man ja recht schön sehen, dass man daraus sogar ein Grün machen kann. Das will ich aber gar nicht machen, sondern ich will das wirklich nur so ein bisschen ins Grünliche verändern,
ja, so ungefähr minus 11, minus 10. Hängt euch da nicht an die genauen Werte auf, sondern ihr wisst ungefähr, was ich damit meine. Jetzt möchte ich das Ganze noch ein bisschen entsättigen. Dazu gehe ich jetzt in den Sättigungsteil hier rein, auch wieder in den Blauwert und werde das Blau hier schön entsättigen. Auf ungefähr, also minus 25 gefällt mir schon ganz gut. Und jetzt wird das Ganze schon wieder etwas angenehmer. Ich finde aber insgesamt, dass ich etwas spät dran war mit dem Foto. Also man hätte es eigentlich 5 Minuten früher machen müssen. Es ist jetzt schon Winterzeit, also das Video wird jetzt hier Ende Oktober aufgenommen. Und in der Winterzeit ist halt der Zeitpunkt zwischen dem Sonnenuntergang und der blauen Stunde, beziehungsweise dann, wenn es wirklich schwarz am Himmel wird, wesentlich kürzer, beziehungsweise der Sonnenuntergang an sich ist auch schon wesentlich kürzer als halt im Sommer. Deswegen hat man wesentlich weniger Zeit zu fotografieren. Und wenn man halt mehrere Motive dann fotografieren will in dieser kurzen Zeit, dann wird es halt immer schwieriger im Winter. Ich war halt, wie gesagt, ein paar Minuten zu spät. Deswegen werde ich jetzt einfach mal gucken, indem ich hier in die Luminanz reingehe und hier auch wieder den Blauwert anfasse, ob ich das Ganze noch ein bisschen aufhellen kann. Das ist jetzt natürlich schöne Trickserei eigentlich, aber ja, so ein bisschen, also auf plus 40 ungefähr, mehr würde ich da nicht machen, sonst sieht man es halt einfach auch zu doll. Aber mit dem Ergebnis kann ich leben. Das ist jetzt was, wo ich sage, das Bild ist einigermaßen ausbalanciert. Jetzt werde ich noch natürlich noch ein bisschen meine Standardsachen hier machen. Ich gehe jetzt hier noch in die Detailspalette. Das kennt ihr alle schon aus früheren Videos. Wie gesagt, wenn ihr das noch nicht kennt, dann guckt einfach mal in die früheren Videos rein. Wieder einen Standardwert von 80 ungefähr. Ja, das muss auch nicht genau sein. Mit gedrückter Alt-Taste maskiere ich das Ganze wieder etwas aus. Überall dort, wo weiß ist, wird geschärft. Überall, wo schwarz ist, wird nicht geschärft. Ja, und an so Bereichen wie den Himmel zum Beispiel, wo man einfach eine glatte Oberfläche hat, da muss nicht geschärft werden, sondern ich möchte eigentlich immer nur diese Kanten hier schärfen. Und genau das habe ich jetzt damit erreicht. Rauschreduzierung muss nicht sein. Ich habe hier mit ISO 100 fotografiert. Hier oben seht ihr übrigens auch nochmal die Werte, also ISO 100. Ich war bei 22 mm, eine Blende 8 und 4 Sekunden belichtet. Das war jetzt mal so die Einstellung gewesen von dem Bild, falls euch das noch interessiert. Ich werde jetzt hier unten noch die Profilkorrekturen aktivieren. Das ganze Bild wird dadurch auch nochmal etwas heller. Die chromatischen Aberrationen werde ich entfernen. Das ist alles Standard. Geschichte. Und jetzt seht ihr hier, so an dem Rand kann man es ganz gut sehen, dass meine Kamera nicht hundertprozentig gerade war. Ich habe so eine ganz leichte, stürzende Linie hier drin. Und wenn ich jetzt hier einfach mal die Upright-Funktion in Lightroom benutze und auf Auto klicke, dann sollte die eigentlich automatisch behoben werden. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ein ganz kleines bisschen kann man das vielleicht noch selber nachjustieren. Mal gucken, gar nicht zu doll. So sollte das auf jeden Fall reichen. Ja, perfekt. Das gefällt mir so. So kann man das lassen. So, und jetzt kommen wir eigentlich mal zu dem ja eigentlichen Thema in diesem Video, denn bisher war es ja wirklich nur Standardbearbeitung. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie man Dodge and Burn an einem Foto in Lightroom anwenden kann. Dodge and Burn, was heißt das eigentlich? Dodge and Burn ist der Begriff, ich sage dazu einfach, mit Licht malen. Also man kann bestimmte Bereiche im Bild aufhellen und man kann bestimmte Bereiche im Bild abdunkeln. Und das versteckt sich hinter dem Begriff Dodge and Burn. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Und ich möchte jetzt einfach mal mit Licht in diesem Bild malen. Normalerweise macht man das eigentlich in Photoshop. Die meisten Leute von euch, die mit dem Begriff überhaupt was anfangen können, werden das auch in Photoshop bisher gemacht haben wahrscheinlich. Aber man kann es, wie gesagt, auch in Lightroom machen. Das ist etwas einfacher. Ja, also die meisten werden wahrscheinlich sagen, okay, eigentlich in Lightroom ist es nicht wirklich das Richtige für mich. Aber ich möchte euch einfach mal zeigen, wie man so bestimmte Akzente noch ins Bild bringen kann, auf einfache Art und Weise, ohne Photoshop zu benutzen. Und dafür haben wir hier oben verschiedene Werkzeuge. Wir haben ja schon mal über das Thema gesprochen, partiell Dinge im Bild zu verändern. Und dafür gibt es zum Beispiel den Pinsel, dafür gibt es diesen Radialfilter und dafür gibt es auch diesen Verlaufsfilter hier oben. Und ich möchte euch jetzt einfach mal mit dem Radialfilter zeigen, was man hier noch machen kann. Ich klicke jetzt einfach mal auf dieses Icon hier, damit öffnet sich hier dieses Fenster für den Radialfilter und man kann jetzt hier diese ganzen Regler dazu nutzen, um einen bestimmten Effekt in einem Kreis quasi anzuwenden. Ich ziehe jetzt hier einfach mal erstmal so einen Kreis auf mit gedrückter Maustaste, dann seht ihr jetzt schon, öffnet sich hier so ein Kreis, man kann ihn in der Breite und Höhe verschieben, wie man möchte und ihr seht jetzt auch schon, dass ich hier alles auf Null habe, außer die Belichtung und die habe ich etwas nach oben gesetzt und ihr seht jetzt auch schon in dem Kreis, wenn ich den jetzt so hin und her bewege, aha, da in diesem Kreis ist jetzt die Belichtung etwas angehoben und es entsteht so ein kleiner Lichtspot. Und das gefällt mir schon sehr gut. Was auch noch ganz wichtig ist,
Ich habe den Haken bei Maske umkehren gesetzt. Wenn ihr den nicht setzt, dann wird dieser Effekt außen um den Kreis herum angewendet und nicht innenrum. Also ihr seht jetzt schon, jetzt ist das ganze Bild heller geworden und innen drin bleibt es halt auf der Standard, auf dem Standardwert. Das ist normalerweise so eingestellt. Wenn ihr das jetzt das erste Mal nutzt, dann müsst ihr dieses Häkchen hier wahrscheinlich unten setzen, Maske umkehren. Und außerdem würde ich euch empfehlen, die weiche Kante hier auf einen Wert von 100 zu setzen, einfach um ja, den Effekt nicht so sichtbar zu machen. Also er soll natürlich sichtbar sein, aber er soll nicht sofort ins Auge stechen. Ich denke mal, der Wert hier von ja, 0,6 ist schon ganz gut. Vielleicht gehen wir ein bisschen höher, damit wir das einfach mal hier im Video etwas verdeutlichen können, dass ihr das im Video besser seht. Ich drehe das dann nachher wieder etwas runter. Also ich gehe jetzt hier mal wirklich etwas höher auf 1,5 Blenden Überbelichtung. Und ich kann jetzt hier diesen Kreis auch noch anfassen und in seiner Form und Größe verändern. Aber ich möchte jetzt einfach hier diesen Lichtspot auf diesem Schrank hier an der Seite mal schön verdeutlichen. Ja, das kann ich dann jetzt natürlich auch noch mit mehreren Sachen hier machen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel noch einen weiteren hier am Flügel aufziehen und hier einfach mal auch noch so ein bisschen, ja, so einen kleinen Effekt, so einen kleinen Lichteffekt einfach mit einsetzen, um das ganze Bild so ein bisschen spannender zu machen. Und auch hier werde ich wieder das Ganze etwas übertreiben, damit ihr es im Video einfach besser sehen könnt. Übrigens, ihr könnt auch diese einzelnen Lichtspots, die müsst ihr nicht jedes Mal neu aufziehen, ihr könnt auch mit einem Rechtsklick hier rein auf Duplizieren klicken und dann habt ihr genau den gleichen Lichtspot zweimal und ihr könnt dann einen von denen halt verschieben und an eine andere Stelle setzen, wie zum Beispiel hier an diese Säule. Da denke ich mal, wenn man hier den so schön groß aufzieht, dafür ein bisschen schmaler macht, dann kann auch das hier ein schöner Effekt sein. Ja, und das gefällt mir schon so ganz gut. Und was ich auf jeden Fall jetzt hier noch betonen möchte, ist dieser Sitz hier draußen. Da gibt es so einen schönen Balkon in dieser Wohnung und da kann man schön draußen sitzen und die Sicht auf den Fernsehturm genießen. Und da das noch ein bisschen dunkel mir erscheint, möchte ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen aufhellen. Ich denke aber auch hier, also 1,2 die Belichtung gefällt mir so schon ganz gut. Und hier unten auch diesen kleinen Hocker, den werde ich auch noch etwas aufhellen. Ja, und so kann man halt mit Licht spielen. Und natürlich kann man das Ganze jetzt auch in die genau andere Richtung machen. Ich kann jetzt auch hergehen und sagen, ich möchte bestimmte Bereiche im Bild dunkler machen. Jetzt hier in dem Bild vielleicht nicht so unbedingt sinnvoll, aber ich kann es euch ja einfach mal zeigen. Man kann jetzt auch einfach sagen, okay, hier möchte ich das Ganze etwas dunkler gestalten. Dann gehe ich einfach hin, ziehe diesen Radialfilter auf und mache genau das Gegenteil, setze die Belichtung runter, dann habe ich hier einen dunklen Spot. Und das kann ich variieren, wie ich möchte im Bild. In Landschaftsbildern mache ich das auch sehr, sehr gerne. Da tritt der Fall dann auch öfter auf, dass ich Bildbereiche abdunkel, weil halt sie mir sonst zu doll ins Auge stechen. Und das möchte ich euch einfach mal, oder das wollte ich euch einfach mal zeigen hier in diesem Video, wie sowas möglich ist, wie man einzelne Bereiche noch etwas effektvoller gestalten kann, das ganze Bild dadurch etwas interessanter machen kann. Und ja, ihr könnt jetzt einfach mal diesen Vorher-Nachher-Effekt nochmal sehen. Ich gehe jetzt hier unten mal auf diesen kleinen Button hier unten und deaktiviere mal diesen ganzen Filter nochmal und dann seht ihr den Vorher-Nachher-Effekt. Also das ganze Bild ist dadurch um einiges spannender geworden. Natürlich ist der Effekt jetzt an vielen Stellen zu doll. Ich wollte einfach, dass ihr das im Video besser sehen könnt. Und ja, aber das ist das Prinzip von Dodge and Burn in Lightroom. Ich nutze es so eigentlich ganz gerne, diesen Effekt. Die meisten Leute nutzen es, wie gesagt, eher in Photoshop. Ich kann gerne dazu auch nochmal ein Video machen, wie ich Dodge and Burn in Photoshop nutze, wenn das gewollt ist. Natürlich, das wird auch sehr, sehr gerne bei der Porträtfotografie genutzt und bei der Porträtbearbeitung dann später. Da kann man halt sehr schön einzelne Gesichtszüge nochmal konturieren, nachziehen. Und all das ist möglich mit Malen, mit Licht. Also wenn euch das Thema interessiert, dann mache ich dazu natürlich weitere Videos. Es ist unglaublich vielseitig, dieses Thema. Und da kann man sehr viel zu machen. Ich wollte euch jetzt einfach mal so eine kleine Einführung geben. Malen mit Licht. Und in dem Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich mache das ganze Bild jetzt nochmal in Vollansicht. Und ihr kriegt natürlich auch diese RAW-Datei kostenlos zur Verfügung gestellt, damit ihr das Ganze machen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne unter dem Video. Wenn ihr Videovorschläge habt mit Themen, die euch interessieren, dann postet die auch gerne unten in die Kommentare. Ja, natürlich, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, abonniert den Kanal. Und wie gesagt,
Mit dem Newsletter verpasst ihr natürlich auch kein weiteres Video mehr. Ihr kriegt dann immer ein Newsletter, sobald ein neues Video online kommt. Und natürlich die entsprechende RAW-Datei, falls es eine dazu geben sollte, damit ihr auch live mitarbeiten könnt. Also registriert euch da einfach kostenlos und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal Video. Bis dann!